Magenta Sportzuschauer da draußen, willkommen bei der nächsten Kühlbox Live Episode heute in Augsburg. Ja, man kann es schon erkennen, ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet, weil es gibt eine ganz besondere Kühlbox an dieser Stelle. Ich habe auch hier, Ich habe hier auch meinen Hammer dabei. Warum habe ich Handschuhe und Hammer dabei? Weil wir sind nämlich auf der Baustelle von Dennis Endras. Und jetzt müssen wir mal blicken, Klingel hat er noch nicht. Wahnsinn. Muss ich mal schauen. Den Handschuh brauche ich eigentlich nicht. Furchtbar. Ein Handschuh langt. Wackelige Angelegenheit. So. Klingel, schau mal. Dennis, da bist du. Servus, Dennis. Servus. Ah. Schau mal, ich habe da gleich mal was mitgebracht. Sau gut. Kleiner danke Hammer. Dir, danke. Schön, dass es geklappt hat. Servus, schön, dass du da bist. Und also wir sind hier bei der nächsten Kühlbox Live-Episode bei Dennis Endras Baustelle. Warum Baustelle, Dennis? Warum Baustelle? Wir schauen so ein bisschen in die Zukunft schon. Mhm. Unsere Wahlheimat, glaube ich, ist auch kein Geheimnis. Uns gefällt es beiden gut in Augsburg und deshalb werden wir uns irgendwann hier niederlassen. Und deshalb renovieren wir das Ganze gerade ein bisschen. Cool. Also ich habe mal meinen Hammer dir mitgebracht. Ich hoffe, ja, da finden wir schon vielleicht finde ich ja irgendwas und noch was. Genau, ich habe mir was überlegt. Was kann ich einem Dennis Endras schenken, ja, zur Baustelle? Okay. Was meinst du, kommt? Was meint ihr, kommt da? Was nicht schlecht, wäre neue Bäder oder Küche oder irgendwas? Nein, es passt hier rein. Kleines Mitbringsel von mir. Da, 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 da. Ein Haargel. Ist doch super. Ja, perfekt. Oder? Die machen wir auch sehr gern Haare. Ich dachte mir einfach, ja. Klar, schönes Haus, schöne Baustelle, aber so ein Haargel, ein Haarspray, das ist immer ganz wichtig. Kannst du immer brauchen. Schenke ich dir. Das ist unser erstes Einrichtungsstück. Genau, ein Haarspray von Patrick Ehlechner. Perfekt. Okay, ja, bitteschön. Kann man brauchen. Ja. Kommt rein. Ich drehe jetzt mal hier um, die ganze Gaudi. Darf ich den Hammer wieder ablegen oder soll ich jetzt die ganze mitschleppen eigentlich? Ja, stellen wir den dabei mal her. Genau. Ja, ist noch viel zu tun auf jeden Fall. Es ist noch einiges zu tun. Ja gut, aber so schaut es halt aus an Baustellen, gell? Genau. Es ziert sich. Wie alt ist denn das Haus eigentlich, Dennis? Das Haus ist in Jahrgang gebaut worden, 1985. 1985? Ein Jahr jünger wie ich. Und genauso alt wie? Genauso alt wie du. Wer schaut besser aus, das Haus oder du? Beide gleich gut. Im Moment ich, aber es wird mich überholen. Die Bauarbeiter sind aber nicht mehr da, gell? Na, die sind jetzt gerade, haben gerade Feierabend gemacht. Wo befinden wir uns denn jetzt gerade im Moment? Das wird mal unser Esszimmer. Also hier ist mal ein Tisch geplant. Genau. Hier Eingang zur Küche. Kommt eine Schiebetür hin. Mhm. Hoppala. Hoppala. Ja, okay. Küchenseite, Speis, wie man in Bayern sagt, der Speis. Wahnsinn. Klasse. Dann schauen wir mal da hoch, oder? Ja. Schauen wir mal da hoch. Ach Gott, Internet war kurz weg, Dennis. Kann passieren. Wir sind hier mittendrin irgendwo auf einer Baustelle von Dennis. Deswegen, sorry Leute, wenn es mal zwischendurch mal ein bisschen abbricht. Wir bleiben auf jeden Fall hier live drauf. Jetzt sind wir im ersten Stock, Dennis. Jawohl. Schlechte Verbindung, Thomas. Ja, hast du recht, Thomas. Aber jetzt sind wir da. Wo befinden wir uns? Was ist hier? Hier ist eine offene Galerie. Es sind nur die Platten für die Dachdecker gerade gelegt, weil das Dach ein bisschen saniert wird. Mhm. Genau, also es bleibt alles offen. Also von hier Blick Richtung Wohnzimmer. Können wir uns später anschauen. Und da unten ist dann das Wohnzimmer, oder wie? Da ist das Wohnzimmer, genau. Da kommt das Wohnzimmer hin. Couch, schöne hoffentlich. Du haben ja eigentlich ja Licht auch, weil es wird ja hier ziemlich dunkel. Und die Leute da draußen wollen ja... Wo haben wir Licht? Da, Licht, schau. So, das ist ja ein Bild für Götter. Alles klar. Dennis Endras hier. Klasse! Ja, was? Du müsstest ja alles machen für unsere Magenta-Sportzuschauer da draußen. Also, sehr gut. Dennis,
Dennis legt ein bisschen Hand an. Finde ich gut. Noch ein Kinderzimmer. Kinderzimmer? Ja. Also ist ja nichts geplant, aber irgendwann mit Sicherheit. Und dann wird das Kinderzimmer. Mit dem kleinen. Ja. Wenn der Bub nicht spurt, kommt er hinten rein. Ab ins WLAN. Philipp, es gibt selbstverständlich kein WLAN. Wir sind noch hier mitten auf der Baustelle vom Herrn Endras, vom MVP. MVP. Das ist er. Übrigens, ja. Wie fühlt es sich so an als Meister? Als frisch gebackener? Ja, gibt es Schlimmeres, glaube ich. Also, man fühlt sich einfach ja, perfekt, man fühlt sich frei. Und jetzt kann man den Sommer richtig genießen. Wie lange habt ihr gefeiert, sehr ehrlich? Ja, Spiel war Freitag, war Spieljahr. Aha. Dann haben wir erstmal ein bisschen in der Kabine gefeiert. Und ich sag mal so, bis Dienstag haben wir schon sauber durchgezogen. Weil die ersten sind ja schon wieder geflogen, am Mittwoch, Donnerstag teilweise. Was ist hier oben? Wo gehst du hin? Da oben, da war die Luke zum Dachboden hoch. Okay. Genau. Eine Frage, ja. Hast du selber auch schon angepackt hier an der Baustelle? Ja, das kann ich gleich zeigen. Hier. Wir waren hier Sand. Genau. Ibiza Sand. Ibiza Bar. Okay. Ja, wir mussten ja im ganzen Haus praktisch den Estrich rausklopfen mit der Hilti, weil er eben Fußbodenheizung reinkommt und deshalb war das ein bisschen also C-Nummer. Das wird jetzt das Bad, oder wie? Genau, das ist Bad. Okay. Oh, wow, ja gut, da gibt es noch ein bisschen Arbeit. Ja. Ein bisschen Arbeit haben wir noch. Mhm. Aber Bad ist dann meistens. Und da hinten ist dann quasi, was ist da hinten? Also Dusche war hier im Eck. Aha. Und dann haben wir gleich Badewanne, hier war das WC. Und wo wir jetzt stehen, war eben Waschbecken, Spiegel, alles Mögliche. Okay. Aber Bad macht die Frau. Bad macht die Frau? Bad macht die Frau. Wer war denn das Firebeast bei der Meisterfeier? Gibt's eine Frage. Firebeast, ohne Zweifel Luke Adam. Luke Adam? Ja. Warum? Der feiert noch. Der feiert immer noch? Ja. Nee, der Luke war... Also man kann eine Meisterschaft wollen oder man kann sie wirklich... Also man kann sich nichts mehr wünschen wie eine Meisterschaft. Und ich glaube, der Luki war einer, der das Ding unbedingt gewinnen wollte. Und da uns ja auch leider verlässt jetzt, war das für ihn natürlich ein grandioser Abschluss jetzt für die Zeit in Mannheim. Also würdest du sagen, Luke Adam... MVP. MVP beim Feiern? Ja. Das können wir auch mal wählen, ab nächstem Jahr. Stimmt, das wäre super. Ich finde das übrigens klasse. Ganz kurz. Dennis Endras rennt hier rum wie der Bauer. Na gut, der Bauherr selbst, wollte ich schon sagen. Das bist du ja auch. Was gibt's da herin? Hier kommt Schlafzimmer rein. Euer Schlafzimmer? Mhm. Eventuell. Also das mal ändert sich immer wieder was. Die Kabel bleiben natürlich auch nicht so. Das ist alles ein bisschen abgehängt. Aber schöne Aussicht dann hier. Ja, hier geht's raus auf den Balkon. Blick Richtung Wald. Im Moment Gerüst. Unglaublich. Arbeitet hier schon? Boah, seit wann arbeiten? Also, wann habt ihr die Bauarbeiten sozusagen begonnen? Würde ich sagen, vor Weihnachten haben wir es entkernt und alles. Das war eine Riesenarbeit. Und jetzt hat es, nach der Saison ging es richtig los, weil wir einfach Zeit für hatten. Genau, seit 2 Wochen arbeiten die Jungs auf dem Dach. Neue Heizung, bla bla bla. Also die letzten 2-3 Wochen waren sehr gut. Auch wenn es nicht so ausschaut. Was ist jetzt über uns sozusagen? Über uns. Ach Gott, ein Hager Patrick schaut gerade zu. Servus dem Hager. Servus dem Hager. Was willst du denn sagen dem Herrn Hager? Super Tor. Nein, er hat gar nicht geschossen. Nein, er hat gar nicht geschossen. Ja. Ja, aber trotzdem super Bulli-Spieler, kannst du sagen. Bulli-Spieler, Zweikampfspieler, richtiger Bohrer vorm Tor. Der Hager? Ja, ja. Der Hager hat, glaube ich, schönste Tor, jetzt würde er gleich lachen wahrscheinlich, der Hager hat, glaube ich, schönste Tor gegen mich geschossen, das jemals in der DL geschossen wurde. Wann und wo? Das sage ich dir jetzt nicht, weil du kramst das wieder raus. Warte, warte. Wenn du den Hager siehst, denk ich an das Highlight-Tor. Wir gehen jetzt hier hoch. Währenddessen der Herr Hager auch, ich glaube der Hager Patrick geht auch mit hoch. Eieiei, das ist aber ganz schön steil, mein Freund. Ja.
steiler Weg. Also. Gott sei Dank habe ich mich hier noch sehr gut versichert, bevor ich zu dir hierher gefahren bin. Euer, was ist denn hier oben Hage los? Grad. Der Hager hat frei. Okay. Ja, okay. Da brauchen wir dich nicht, das ist halt genug, oder? Was denkst du? Wohl. Wo sind wir jetzt? Hier genau, komm, hier links rein. Hier erstmal vor die Kabel. Hier kommt ein Kleiderschrank rein. Von auch. Dir? Nein, von mir nicht. Achso. Hier war Schublad. Das muss lang hin. Das muss lang hin. Ja, genau, dann kannst du da ums Eck rumgehen, da kommt auch. Schön. Ja, was da noch reinkommt. Wenn wir Drilling kriegen, haben wir nochmal ein Kinderzimmer. Dein Schlafplatz, oder? Ich weiß nicht, wer da geschlafen hat. Und was ist denn hier los? Halt mal. Herr Endras, ja? Was wollen Sie uns mitteilen? Das weiß ich auch nicht, wer hier war. Schaut aber gemütlich aus. Also das ist ja... Pennst du hier ab und zu, oder? So schläft der MVP übrigens, Leute, da draußen. Man muss auf dem Boden bleiben, weißt du? Du bist okay, der weiter. Wahnsinn. Immer rauf. Was wird jetzt hier oben passieren eigentlich im Dach? Was hier passiert, ja, also, das wissen wir selber nicht. Also wie gesagt, entweder kommt unten Schlafzimmer rein, hier oben Schlafzimmer, das wissen wir selber nicht. Also an Räumen soll es nicht scheitern. Und hier kann man eben ein kleines Fenster, kommt hier rein. Genau. Großes Fenster. Sehr großes Fenster vor der Höhe. Schöner Ausblick. Schöner Hinterkopf. Danke dir. Ja, von hinten auch. Grau und grün, passt gut zusammen. Wir machen es wieder von vorne. Also, jetzt sind wir aber ganz schön hell. Warum sind wir zu hell? Das ist manchmal die Technik. Ja, aber das ist. Schau, du musst immer wieder hier drauf drücken. Dann gibt es einen Fokus und dann passt es wieder. Fokus. Also, wir sind jetzt im sozusagen Schlafzimmer vom Herrn Endras. Oder ist eventuell, das, ja. Das wissen wir selber noch nicht. Aber habt ihr dann zwei Schlafzimmer? Ich weiß nicht. Für gute und schlechte Zeiten. Also schlechte Zeiten unten, gute Zeiten hier oben. Ja. Bin gespannt, was die Lisa dazu sagt. Lisa schaut bestimmt zu. Ja. Es ist auf jeden Fall noch was zu tun. Gut, dass ich einen Hammer mitgebracht habe. Ja. Und das Haarspray vor allem. Das Haarspray war Gold wert, ja. Das Haarspray, ja. Vielleicht... Auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Was hat die anderen? Was hast du den anderen mitgebracht? Was hat den Pilze mitgebracht? Der kriegt einen Tölle, den habe ich nicht mitgebracht. Passt du bitte auf, weil du bist wichtige Ware. Sehr gut. Soll dir leuchten? Jan fragt, wo ist das Bier auf der Baustelle? Zeige dir. Hab ich. Thomas fragt, warum haben wir keine Helme auf der Baustelle auf? Ja, weil ich 9 Monate einen Helm auf habe. Ja, weil du 9 Monate. Und was für Treppe kommt dann einmal hoch? Treppe, ja. Ist so geplant, dass die hier eben losgeht, ums Eck rumgeht und dann direkt an der Wand und dann geht's nach da oben geht, genau. Schön. Wie viele Quadratmeter sind es da oben? 44. 44 ja. Quadratmeter. Aber den habt ihr dann neu ausgebaut da oben, genau, oder? Genau, das ist also, da war gar nichts, war ein Kaltdach, sprich also alles offen, dass eben halt auch nichts schimmelt da oben. Aha. Und jetzt haben wir so, oder Plan ist, dass man einfach sauber ausbauen, weil der Raum einfach ja, zum Herschenken einfach zu schade wäre. Genau. Haben ja auch ein paar Haustiere, von dem her. Ist euch kalt? Bei uns in Mannheim scheint die Sonne. Bettina, ja, es ist auch hier sehr zapfig. Wir sind auf der Baustelle, ohne Heizung, gefühlt 5 Grad. In Bayern regnet es. Ja, also unfassbar groß. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Wo sind wir jetzt gerade? Erster Stock wieder, genau. Erster Stock. Das heißt quasi, ganz oben hast du, weiß man noch nicht, oder? Weiß man noch nicht. Da gibt es den Killerraum mit dem Messer, oder? Ja, genau. Dann links eventuell Schlafzimmer. Genau. Und angenommen, wir haben 2 Kinder, dann wäre es perfekt, wenn da einer schläft und da der andere Bub. Und dann gehen wir auf. Du redest auch schon vom Bub, ja? Also Lisa, naja gut, okay, also. Frage, wenn wir wieder runtergehen, brauchen wir das Licht? Ja, Licht brauchen wir eigentlich immer für die Magenta Sportzuschauer da draußen, weil sonst kriege ich schlechte Bewertungen. Wollen wir nicht. Bewertungen sind mittlerweile alles im Leben, komm. Der Chris fragt, wo ist dein Zockerzimmer? Zockerzimmer ist ausgestorben. Warum? Das
hat zwei Gründe. Was heißt Zockerzimmer eigentlich? Zockerzimmer, wir haben früher, oder ich habe früher ein Zockerzimmer gehabt, Playstation, aha, weil wir früher mal sehr viel Call of Duty gespielt haben. Auch gegen andere Mannschaften aus der Liga online. Und das ist aber leider ausgestorben, weil ich mich ja, getrennt habe von meiner Playstation. Hast du also keine Playstation mehr? Nein. Warum? Warum? Ja, was, für, was ist der Grund dafür? Man wird älter, man hat andere Prioritäten. Man möchte die Zeit einfach ein bisschen, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, aber cleverer nutzen, als in den Kasten da reinzuschauen. Und was haben wir jetzt da? Also hier ist quasi der Eingang, klar, logisch. Da komme ich rein. Hier links, das ist dann der... Das wird die... Machst du eigentlich einen Kaffee? Ja, hast du einen Kaffee? Komm mit. Lass den raus. Ah, nee. Hast du... Nein, ist doch noch nicht da. Kein Kaffee? Kein Kaffee. Aber jetzt haben wir, muss ich das Licht anstecken irgendwo. Ein Licht wär gut. Warte, weiter. Okay, ja, ich mache ja dabei die One-Man-Show. Was ja für mich immer ganz, ganz wichtig ist, Dennis, ja, bei Kühlbox Live, ja, mich interessiert ja der Kühlschrank. Ja, wo der hinkommt, oder was? Ja gut, den Kühlschrank hast du denn jetzt nicht, oder? Nur nicht, aber Bier haben wir. Bier hast du? Bier, von den Handwerkern. Okay. Wo kommt denn, wo kommt denn der Kühlschrank hin? Der Kühlschrank? Zeig ich euch. Oh, ich kann ein bisschen, weil hier alles ein bisschen angepackt ist. Ja, Abfall muss man auch mal wieder aufräumen. Kühlschrank. Ja. Okay. Pass auf, der Plan ist folgendes. Hier kommt die Küchenzeile hin. Küchenzeile. Also hier unter das Fenster sozusagen. Genau, da war sie auch. Da sieht man die Anschlüsse. Und der Plan ist, dass hier eine Wand hinkommt, dass man hier praktisch abtrennt. Mhm. Also eine deckenhohe Wand mit geheimer Tür zur Speise. Geheimer? Aber die ist ja nicht geheim. Ja, die wird zugebaut. Ist ja zugebaut. Wie heißt das? Pass auf. Das wird Wand. Ja. Hier steht der Kühlschrank ist in der Wand drin. Du machst einen Schrank auf, ist der Kühlschrank. Weißt du, ich meine? Ja, ja, gut, ich komme noch mit, ja. Die Wand angenommen ist alles schwarz. Und da ist nur ein Schrank. Und eine Schranktür praktisch ist der Eingang zur Speis. Verstehst du? Ah, doch. Weißt? Ja. Okay. Also die Türe ist ja dann optisch nicht mehr zu sehen. Nein. Wer hat sich das einfallen lassen? Dreimal das Raten. Lisa, show sie how. Lisa, show sie how. Wo ist eigentlich die Lisa? Ich habe schon eine Frage, wo ist die Lisa? Lisa ist, wo ist denn Lisa? Lisa ist in Mannheim. Mhm. Schaut natürlich bestimmt auch gerade zu. Und schämt sich wahrscheinlich gerade, wie ich hier alles erkläre mit der Küche. Ja, aber, hast du gut gemacht. Danke. Hast du gut gemacht. Lisa passt ja auch die Tiere auf. Hund, der Jan fragt, wo kommt das Kinderzimmer hin? Jan, wir waren schon... Oben, sozusagen. Also so eine Kühlbox habe ich auch noch nie gehabt. Ja, ich habe schon viel erlebt, aber... Alle. Wo kommt das Adler Mannheim Logo hin, fragt Max. Adler Mannheim Logo. Kommt das hier irgendwo hin? Hat das hier mal einen Platz? Nee. Das ist eine Styling-Frage und Styling macht auch wieder Chefin. Die alles sozusagen... Ich weiß nicht, dass der Chance hat. Aber gute Idee auf jeden Fall. Gute Idee. So, weiter geht's. Weiter geht's, Bauherr. Warte, hängt. So, hier, Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Wohnzimmer, genau. Wild. Wild. Hier Sofa in die Ecke. Aber der Blick ist wunderschön. Ah, da oben ist die Galerie, wo wir vorhin waren, sozusagen, oder? Okay. Da oben waren wir. Genau. Ich hoffe, hier fällt nichts runter. Ja. Also, wo kommt Couch hin? Das wichtigste Fernseher kommt hier in die Wand hinter dir. Ach, das ist Fernseher. Genau. Mhm. Fernseher, Couch. Riesen Fensterbereich, oder? Da gehen wir nach raus auf den Balkon. Ja, genau. Da wird, kommt ein Fenster rein. Irgendwann mal. Wann meinst du, dass das fertig ist alles? Ja, wir wollen jetzt so viel im Sommer machen, wie es geht. Dann, dass man dann eventuell dann, ja, während der Saison eigentlich dann, ja, nur noch einrichten müssen. Und was ist dann hier hinten? Also, wenn ich jetzt hier im Wohnzimmer stehe, was ist dann... Hier kommt eine kleine Mauer hin. Aha. Also hier, dass der Raum so ein bisschen versteckter ist und das wird einfach Büro. Also, Drucker, Router,
Computer, also alles Mögliche, was man halt. Kann man dann hier durchgehen oder das ist dann zu, nee, komplett zu, oder? Nicht komplett, es wird ungefähr so hoch wie dieser Holzdings da. Dieser von der Mauer hin, genau. Da, okay. Ja. Und Sofa, Fernseher. Das ist hier einfach die Chill-Out-Area, oder? Genau. Was für Boden kommt eigentlich rein? Werden wir einen Holzboden reinlegen. Komplett im Haus? Komplett, ja. Bis auf den Eingangsbereich und die Bäder natürlich, das wird gefliest. Aber sonst Holz. Welche Farbe? So hellere, schöne Natureiche. Ja, also mich freut schon, wenn es so weit ist, dass man Boden reinlegen kann. Ist klar wieder. Also dann haben wir das Gröbste hinter uns. Ein bisschen was ist noch zu tun. Ja. Aber ist ja cool, ist mal was anderes. Finde ich mega. Lampe wieder mit, oder was? Name wieder mit. Thomas fragt, wie geht's den Katzen? Ich hoffe gut. Thomas, ich hoffe gut. Weil die Katzen sind gerade nach wie vor in Mannheim, oder? Die sind mit der Lisa Mannheim, genau. Jan fragt, machst du das alles allein oder hilft dir jemand dabei? Nein, allein schaffst du es nicht. Also ich habe gute Firmen an der Hand und Freunde und die uns da alle mit unterstützen, weil es doch ein großes Projekt ist. Also. Aber es macht Spaß. Es ist natürlich stressig, aber es macht auch Spaß, weil man weiß, dass es für einen selber ist und dass man nochmal ein schönes Zuhause hat. Da kam noch eine Frage rein. Wo ist die Frage? Thorsten, hast du schon Pläne für deine Zeit nach deiner aktiven Karriere? Trainer vielleicht bei einem DEL-Verein? Ja, ich habe Pläne. Erstmal gute Frage. Ich habe Pläne. Ich bin jetzt mittlerweile ausgebildeter Mentaltrainer, Live-Kinetik-Trainer und Personal-Training und habe meine eigenen Torwartschulen schon nebenher. Und das ist so mein zweites Stammbein, was ich vielleicht irgendwann mal größer machen will, ein bisschen ausbauen möchte. Aber natürlich irgendwo in einem Profiklub Torwarttrainer zu werden, wäre natürlich überragend. Mhm. Und da arbeite ich auch schon ein bisschen drauf hin. Noch nicht, ich will nur so lange spielen, wie es geht. Habe noch 11 Jahre vor mir. Dann bin ich 44. Dann bin ich auf. 11 Jahre vor dir. Also wenn du das schaffst, dann kommentiere ich mal ein Spiel oben ohne, glaube ich. Okay. Ich hoffe, dass du vorher aufhörst. Das ist ja leider alles live. Das naja, gut. Ball gehört. Wo geht's denn hier hin? Jetzt sind wir im Eingangsbereich. Hier haben wir noch Gäste-WC. Wie viele Quadratmeter sind es insgesamt? Ich habe 0 an. 200 circa? 200 circa, genau. Ja. Gut, okay, dann gehen wir jetzt mal darüber. Ja, gehen wir rüber, geht in den Keller. Keller bzw. Garage. Da steht also da immer der Ferrari und der Rolls Royce, oder? Aha. Oder das Fahrrad. Oder das Fahrrad. Genau. Ja, das ist, aber es ist auch riesig. Ja, also ist alles sehr großzügig gebaut auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir runter in den Keller. Jetzt geht's in den Keller. Da haben wir sogar Licht, schau. Im Keller haben wir Licht. Ja. Genau. Hey, was sehe ich da? Im ganzen Haus Baustelle, aber ein Gemälde. Bild. Was hat es damit auf sich? Ja, genau, das ist das wertvollste Bild im Haus. Das ist Lisas Papa als Faschingsprinz. Und da ist die Familie, ja, oder er sehr stolz auf das Ganze. Und deshalb findet es bestimmt mal einen Ehrenplatz im Haus. Wie alt ist das Bild, meinst du? Bild ist bestimmt 40 Jahre. 40 Jahre? 40 Jahre. 40 Jahre. Und der Papa von Lisa hat das Haus auch gebaut, also von dem her. Ach so, okay. Genau, müssen wir das natürlich in Ehren halten. Aber das macht ihr bestimmt, bin ich mir ganz, ganz sicher. Genau. Keller, genau. Ja, was gibt es denn hier zu sagen? Hier, Heizungskeller, Notfallversand, Abstellkammer. Hier gibt es vielleicht noch was zu sehen, aber hier schon mal die Merkmale an. Ein uraltes Ding, oder? Ja, schon ein paar Tage hinter sich. Ist es deine, oder? Nö. Oder stand die schon da? Die stand hier drin, ja. Aber das ist ja Klassiker, also. Schlechtes Netz. Mhm. Dann geht es hier weiter. Das war meine Einliegerwohnung. Mhm. Auch wieder Bad. Und
Jetzt waren wir kurz weg, weil wir natürlich in den Keller waren. Jetzt sind wir, was wird jetzt das da drin? Genau, das war früher eine Einliegerwohnung. Aha. Und das wird ein Fitnessstudio, ein kleines Gym. Aha. Wo wir dann auch wieder Personal Training anbieten können, wo wir uns fit halten können. Genau. Und hier gibt es dann ein riesen Fenster, Front sozusagen? Ja genau, da war so eine Säule drin, die haben wir rausgemacht und da kommt eine riesen Schiebetür rein, weil ich glaube, dieser Blick ist einfach, ja. Jetzt muss man aufmachen, oder können wir da rausgehen? Ja. Jetzt kommen wir in den Garten, oder? Jetzt geht's in den Garten, genau. Okay. Super. Genau, jetzt im Garten eben. Und ja. Wunderschön. Ja, weil ich finde es einfach schön kann und dann doch eine schöne Aussicht hat, nicht so in einem Betonbunker schuften muss, sondern ein bisschen, ja. Dann wird das sozusagen dein Gym da hinten drin, genau, oder? Genau, ja. Riesiger Garten. Was hast du da für Bäume? Da haben wir 3 Apfelbäume. Und das war ja eigentlich alles Zimmer, das haben wir alles entwildert. Klassiker noch. Mit Brunnen? Jetzt schauen wir mal das Haus von vorne an. Alles Garten. Was machst du da her? Ein Fußballplatz oder was? Oder Eisbahn? Ich hab da einen Riesenhund. Einen Riesenhund? Ja. Schön. Ja. Wirklich. Was sind jetzt da die nächsten Aufgaben in dem Haus dann? Die nächsten Aufgaben sind, dass das Dach fertig wird. Mhm. Dass einfach, ja, mal. Wenn das Dach fertig ist, können wir alles andere machen. Mhm. Können wir die Heizung reinlegen und alles Mögliche. Und ja, ich hoffe, dass jetzt in den nächsten 2-3 Wochen da einiges passieren wird. Und dann gehen wir wie beim Eisekrach Spiel für Spiel und wir gehen Baustelle zu Baustelle. Das muss ich jetzt euch hier nochmal zeigen. Einfach nichts. Genau. Ja, auch unbebaubar, oder? Genau, das ist ein Naturschutzgebiet. Und genau, haben sie so die Verschnaufspause während der Saison. Dennis, ich habe noch ein Attentat auf dich vor. Haarspray. Bevor ich mich. Ja, Haarspray hast du jetzt schon von mir. Jeden Spieler, den ich besuche, zu Hause bei Kühlbox Live, ist der Deal, dass ich irgendetwas von ihm mitnehmen darf von zu Hause. Okay. Ich habe jetzt von Patrick Köppchen habe ich einen Hut bekommen. Okay. Vom Herrn Tölzer habe ich die wunderschöne Harley-Brille bekommen, wo ich mir fast die Nase gebrochen hätte. Okay. Und vom Herrn Kreilinger habe ich original getragene Spielerhandschuhe bekommen. Wow. Gut, in deinem Haus, klar, ein bisschen schwieriger, ja, gebe ich dir recht, aber du musst irgendwas finden, was ich mitnehmen darf auf meine Reise zurück nach Hause. Wo kommt es dann bei dir hin oder was machst du damit dann? Das überlegen wir uns in der Redaktion, was wir mit diesen Sachen machen werden, aber ich werde sie definitiv nicht selbst behalten. Ich habe schon eine Idee. Du hast eine Idee? Ja. Warte, jetzt gehen wir mal hier. Gehen wir geradeaus weiter. Jetzt gehen wir geradeaus weiter, weil da unten hat man kein Netz. Ein Swimmingpool gehört in den Garten, sagt der Jan. Na. Kein Swimmingpool? Na, keiner. Halt Katzen, nein. Also, ich gebe dir sogar eine Auswahl. Nein, oder gib mir eine Auswahl, oder soll ich einfach was raussuchen für dich? Eigentlich, du musst mir was aussuchen. Okay. Also, du musst sagen, Patrick, hier, das egal wie groß oder wie klein, ich darf irgendwas mitnehmen. Okay. Dann lass mich kurz überlegen. Baustelle. Was passt zur Baustelle? Passt ein. Jetzt bin ich gespannt, was ich bekomme. Ah, komm. Was kriege ich jetzt mit? So einen kaputten Ziegel. Du kriegst einen sauberen, dreckigen Ziegel. Kannst du beim Magenta Sport. Wenn du das hier wegmachst, weißt, da kannst du bestimmt noch Stifte reinstecken. Oder so. Stifte reinstecken? Ja, schon, perfekt. Ich würde dir gerne was anderes sagen, aber ich habe nichts anderes. Ja. Und was passt besser zu einer Baustelle wie ein Ziegel? Ja gut, aber... Okay. Ja gut. Also ich bedanke mich für... Oh, schön, Dreck ist auch noch dabei. Cool. Wunderbar. Das ist ungefähr Haarspray-Niveau. Genau.
Ja, Dennis, ein bisschen weiter hoch, Dennis, ja, weil klar, logisch. Du musst ein bisschen, genau. Ja. Ist das wirklich jetzt dein Geschenk, oder? Das kriegst du von mir, ja. Okay, also gut, liebe Magenta Sportzuschauer, ich bekomme vom Dennis Endras einen wunderschönen gebrauchten, versifften Ziegel, ist aber egal, weil ich bin froh für jedes Geschenk, das ich bekomme. Dennis, vielen lieben Dank. Ja, warte, ich muss das hier so machen. Ja, machen wir so. So. Patrick, schön, dass du da warst. Dennis, danke, dass wir bei dir haben vorbeikommen dürfen in deinem wunderschönen Rohbauhaus. Wir wünschen dir alles Gute beim Bau, selbstverständlich. Und dann bis nächste Saison. Freue mich. Greifen wir wieder an, oder? Machen wir. In diesem Sinne, liebe Magenta Sportzuschauer, das war's. Kühlbox mit Dennis Endras, den MVP und deutschen Meister der Adler Mannheim. Ciao for now, müssen wir sagen. Habe die Ehre. Ciao for now. Ciao for now. Ciao for now.